Mit über 60 Biomasse-Wärmeanlagen ist die EVN heute der größte Naturwärmeversorger Österreichs. Im Fernwärmewerk der EVN Mödling wurde nun eine aktuelle Imagestudie präsentiert. Wenn wir Windenergie, Wasserkraft oder Sonnenenergie, sprich Photovoltaik, ansprechen, kann man sagen, das ist im Schwankungsbereich, dass quasi alle Befragten diese Energieformen kennen. Da bewegen wir uns zwischen 98% und 99%. Bei Geothermie bzw. Erdwärme liegen wir bei 93%. Und ganz interessant, Bioenergie, auch wenn es nicht weit dahinter liegt, ist doch jenes, das noch am wenigsten Bekanntheit aufweist, mit 91%. Die Studie, die jetzt ausgewertet wurde, was war denn grundsätzlich die Fragestellung? Grundsätzlich die Einstellung zur Biomasse im Bezirk Mödling. Was hat Sie da am meisten überrascht? Die hohe Zufriedenheit mit der Fernwärmeanlage, mit der Biomasseanlage direkt in Mödling, weil das sind eigentlich jene, unter Anführungszeichen, Betroffenen, und die, wenn irgendjemand unzufrieden sein könnte, wären es ja die Mödlinger, und genau die sind es nicht, sondern ganz das Gegenteil. Sie sind die zufriedensten von allen betrachteten Gemeinden im Bezirk Mödling. Wir haben ja hier eine langjährige Tradition. 1961 wurde hier die Fernwärme errichtet, also die Mödlinger kennen das, haben damit auch gelebt. Dadurch war auch die Frage der Umwandlung zur Biomasse eher eine leichtere, das Ganze mental auch zu erfassen. Etwas schwieriger war dann schon die Frage, hier wird Holz verbrannt, wie schaut das aus mit dem CO2-Ausstoß etc. Da musste man aufmerksam machen, dass es schon neue Technologien gibt. Aber das, was Mödling auch auszeichnet, ist natürlich, dass das mitten in der Stadt ist. Weil das hat natürlich auch mit Effizienz zu tun, Energieeffizienz. Ja, auch wenn die Leitung das alles heute ganz, ganz hervorragend ist, ist es klar, je kürzere Wege ich habe, umso effizienter auch im Energiebereich funktioniert etwas. Das ist uns hier in der Stadt Mödling gelungen, auch was die Transporte, den Verkehr anbelangt, und macht doch Mödling in der Theorie autark. Wir haben also in Mödling an die 12.000 Haushalte, und wenn wir wissen, dass wir mit diesem Werk bei 10.000 Haushalten fast, jetzt sagen wir im theoretischen Bereich, energieautark sind, dann ist das schon eine großartige, beruhigende Sache. Jetzt kommen da täglich ganz, ganz viele LKWs. Worauf kommt es denn überhaupt an? Darf jeder seine Hackschnitzel quasi abliefern? Naja, ganz wichtig bei den Hackgut ist, dass es nicht sehr feucht ist. Das heißt, umso mehr Wasser natürlich in den Hackgut drinnen ist, umso schlechter ist das für die Verbrennung, weil das Wasser muss zuerst verdunstet werden. Und darum legen wir schon großen Wert auf einen maximalen Feuchtegehalt von 35%. Natürlich muss auch die Größe und die Qualität stimmen. Das heißt, es dürfen keine Verschmutzungen, sprich Erden und sonstige Feststoffe hier dazugeführt werden, sondern soll möglichst reines Waldhackgut von Baumstämmen hier zur Verbrennung gelangen.